Einen wunderschönen guten Hallo, Hallöchen YouTube. Wir sind hier aus unserem, etwas getunten Schlafzimmer. Immerhin haben wir einen TV und wir haben eine Klimaanlage. Top. Zahlen können wir unsere Rechnungen. Da sind wir schuldfrei. Tag 40 inzwischen. Knapp 200.000 am Konto. Und es läuft gut. Es läuft sehr, sehr, sehr gut. Da kann man echt nicht jammern. Ich weiß noch nicht genau, was wir heute aufs Menü oder auf die Karte zaubern. Das schauen wir uns gemeinsam an. Ich hätte so ein bisschen Bock auf Reste verkochen oder so ähnlich. Aber schauen wir mal. Bam, 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 bam. Wir haben inzwischen 10 Tische, also Serviertische, falls wir wieder völlig ausrasten und ausflippen, so wie beim letzten Mal. Heute können wir auf jeden Fall machen Croissants, Brezen. Im Gelee haben wir nur 2, Kekse 3. Eigentlich sollten wir auskommen mit all dem Zeug. Behauptet, es müsste funktionieren. Ohne, dass wir was Neues machen müssen. Ja, wenn nicht, haben wir Pech, dann ist es aus. So einfach ist es. Dass die Breze als Hauptgericht zählt, zeitweise ein bisschen seltsam. So. Schmeißt uns unseren Dessertschnitt zusammen. Weil sonst hätten wir dieses eine Achievement bekommen. Ihr wisst, wir haben in der letzten Folge geguckt. Frech ist es. So, die Suppe schmeißen wir natürlich mit drauf. Die ist endlich mal richtig. Hätte mal irgendwann Bock, Schnitzel zu machen. Das hat ja recht nur 4 Sterne. Gut. Cupcake. Oh, Cupcake. Genau, da ist unser 5. Dessert. Ha, da war doch was. Stimmt. Der hat nämlich auch 10 Sterne, schmeißen wir natürlich auch mit drauf. Zack. So, was brauchen wir denn für die Cupcakes? Schoki, Sternfrucht haben wir auch da, Zucker haben wir da, Milch, Butter, Ei. Sollten wir alles da haben, perfekt. Perfekt. So. Dann stellen wir gleich einmal Gelee dann her. Vielleicht sollte man das in der Reihenfolge machen, das wäre voll praktisch. Das wäre das 4., 2, 3, 4. Fragt mich jetzt bitte nicht warum, aber ich habe mir gerade überlegt, das wäre eigentlich total geschickt. Sorry, ein bisschen Frosch im Hals. So, das 3. ist die Breze. Da. Uiuiuiuiui. Da geht's aber schon wieder runter draußen. Dann die Croissants. So. Dann haben wir einmal Himbeerkuchen. Da haben wir schon wieder einen Haufen Rezepte da drauf. Wie gesagt, kann natürlich passieren, dass uns irgendwas davon ausgeht. Vielleicht mache ich es auch noch nach. Mal schauen. Na, Himbeerkuchen. Dann haben wir noch die Herzkekse. Möglich ist natürlich alles. Herzkekse. Ihr wisst, das sind die etwas misslungenen Herzkekse waren das. Okay. Dann, die Suppe ist ja bestimmt auch schon heiß, jawohl. Man kann ja auch nochmal zweimal nachdingens.
Sind halt überall ein bisschen auf der engen Seite tatsächlich. So, Suppe kommt hier hin. So, Cupcakes, auf geht's. Rührschüssel, Schoki. Dann brauchen wir Zucker, Mehl und dreimal Ei. Oh, wächst die schon wieder hier, die Eierschachtel? Oder sieht es nur so aus? Die wächst doch, oder? Beim letzten Mal, die eine war riesig. So. Okay, Schoki in die Rührschüssel. Zucker in die Rührschüssel. Mehl in die Rührschüssel. Und drei Eier. Einmal, zweimal und ein drittes Ei. Und schon haben wir die Masse für unsere Cupcakes. Und dann brauchen wir die Mischung dann auch noch. Okay. So, passt mal auf, wir müssen das ja bestimmt am Backofen. Backofen. Wir müssen es ja bestimmt backen dann. So. Wir brauchen Cupcakes. Schauen wir mal, wie viele rausgehen. Ui, das sieht nur noch 4 Stück aus. Ja, aber ist auch super schnell gemacht. Passt schon, ist nicht schlimm. So, dann brauchen wir jetzt dazu noch Butter. Sternfruchtscheiben und Milch. Milch fallen lassen. Kann eine Sauerei geben. So, die Sternfruchtscheiben. Endlich brauchen wir sie. Die ist eigentlich fast schade drum. Die schönen Sternfruchtscheiben da reinschmeißen. Ha? Mischen. Sieht aber schön aus. So, und ist schon fertig. Perfekt. Ja, heute läuft es wieder, ich sehe das. Zu Cupcake hinzufügen. Cupcake-Soßenmischung, das klingt halt auch komisch, gell? So. Okay, und die kann man wohl mehrfach verwenden. Das heißt, wir sollten dann eventuell noch mehr Cupcakes machen oder wie auch immer. Aber ist wurscht, wir backen die mal. Die müssen auch vollständig abgekühlt sein. Alles klar. Ja, cool. Kann man halt ruckzuck mal im Vorbeigehen machen, ne? Die guten Cupcakes. Man hat echt 39 bis 49 Sekunden nur mit diesem Süßkram und der Suppe. Wir hätten eigentlich null Aufwand. Ich glaube, wir werden das auch genauso machen. Ich sag's euch, wie es ist. Hab da echt Bock drauf. Wir werden immer mehr und mehr zur Konditorei. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Warum soll man sich stressig machen, wenn es entspannt auch geht? Das Geld ist dasselbe. Es macht einfach keinen Unterschied. So, dann lassen wir die noch auskühlen. Einmal können wir schon auf den Teller stellen. So. So zusätzlich darauf gelegt wird ja nichts, ne? Nö. Mhm. Was leuchtet da auf der Speisekarte rot? Der Cupcake, ja. Haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Scheiße. Ist denn da heute los? So. Beim Chili, wie sah das aus? Gelatinepulver, Zitronenscheiben, Orangenscheiben, Zucker. Geht ja ruckizucki. Geht ja ruckizucki. Weil es abkühlt, haben wir das auch schon wieder hergestellt. Vorausgesetzt, wir hätten eine Rührschüssel. So. Also heute zum ersten Mal quasi fast ein richtiger Süßkram-Speisentag.
ist halt einfach entspannt, ne? Haben wir jetzt alle Scheiben reingeschmissen, ja. Und dann war es das eigentlich schon. Auf Teller übertragen, Gelee und Erdbeeren fertig. Da haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Im Endeffekt, und wenn ich die jetzt die Masse hier reinstelle, dabei passt es doch schon mal für den Moment. Weil ich kann hier auch direkt das Richtige rausnehmen. Ja. Okay, so, bist du abgekühlt, mein Freund? Nur nicht ganz. Dann warten wir noch kurz, bis die Cupcakes ganz abgekühlt sind. Und dann legen wir los. Dann legen wir los. Es ist alles schön hergerichtet. Mein Personal ist ready. Die können jetzt nicht mehr erwarten. Und dann schauen wir mal, wie viel was da noch überbleibt am Ende des Tages. Ja, scheiß drauf, komm. Das geht doch bestimmt. So. Ah, es ist echt nur zu warm. Schau dir das an. Gibt es echt Punkteabzug, weil es nicht vollständig abgekühlt ist. Okay. Willkommen, willkommen. Hereinspaziert im Stress. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich über Ihren Besuch. So. Heute zum Süßspeisentag. Der erste offizielle Süßkram- und Naschtag hier im Stress. Liebe Leute, haut rein, haut euch die Wampe voll. Genießt es. Suppe könnte man eigentlich auch eine neue machen. Das wird kein Problem sein. Da war eine Zitrone dabei auf jeden Fall. Und was war noch drinnen? Genau, die Hühnchenbrust. So, muss ich nicht gewürzt ist. Alles gut. So. Stellen wir da mal Wasser rein. Ja, genau. Die Schüsseln, die backen da drinnen. Die gehen nur mehr raus, wenn wir es abbauen. Vorher nicht mehr. Leider. So. Haben wir schon eine neue Suppe. Dann schauen wir mal, wie es mit unseren Sachen ausschaut. Suppe will heute keiner. Kein Wunder nicht am Süßkram-Tag. Brezen, ja, verstehe, verstehe. Die reißen mir auch immer wieder vom Hocker. Ja, wo sind denn die ganzen Leute? Da laufen massenhaft Leute rum, aber keiner isst. Kann ich dir was helfen? Hier passieren komische Dinge, ich sag's euch. Na, no, guck einen an, die hat ein Herz-Teddy mit. Die hat, und er auch. Oh Gott, wie süß. Oh Gott, wie süß. Gratuliere zum Hauptgewinn. Sir, gratuliere. Dieser Herz-Teddy ist wunderbar hübsch. Der steht Ihnen, der passt zum Hut. Na, no, wie sie alle ihre Teddys mitnehmen. Süß. Sehr, sehr süß. Ja nun. Viel Kundschaft. Ich finde es ein bisschen. Ja, gut, schwierig. Ich würde jetzt sagen, ich bin ein bisschen verleitet zu sagen, ich finde es ein bisschen doof, dass da einfach 10 Leute stehen, die warten, bis der eine Vorgang ist, quasi bestellt hat. Erstens mal ist es irgendwie. Ja. Andererseits schickst du dir jetzt auf die Horden rein, ist der Tag in 2 Minuten rum und du kommst wahrscheinlich mit Kochen nicht hinterher. Muss man fairerweise auch dazu sagen. Weiß ja nicht, ob das anders oder besser umsetzbar wäre. Finde ich ein bisschen komisch, ne? Wenn so viele Leute hier ineinander vor allem stehen. Wenn sie wenigstens ein bisschen aufgestellt wären. Also das ist der Renner. Und anscheinend jeder Einwurf ein Hauptgewinn oder so ähnlich. So, irgendwas ist aus. Was war denn hier? Die Cupcakes, oder? Ja. So, Restaurant-Level up. Jetzt haben die Cupcakes genauso wie die Suppe damals noch 196-100 statt 3x100. Bei der Suppe haben sie es inzwischen patched, da haben wir denselben Bug wohl wieder. Ist aber nicht schlimm.
Apropos Suppe, die müsste auch fertig sein, jawohl. Das sieht ja geil aus. Mm. So, Chili ist klar aus, Brezel ist klar aus. Okay, die Suppe auch. Okay. Gut. Voll gut, Leute, voll gut. Also ich bin Fan von Desserts. Ich sag's euch, es ist Dessert und Vorspeisen. Ich sehe das schon vor mir. Cheese, erstes Vorspeisen- und Dessert-Restaurant. Ja, da sehe ich mich. Genau da sehe ich mich. Sir, Sie haben vergessen, Ihre Hose anzuziehen. Ich meine, sie sind wirklich scharf. Scharf wie ein Pfefferoni, aber... Sir, Sie können nicht in Unterhosen ins Restaurant gehen. Sir! Der latscht hier da in Unterhosen rum. Das passt doch nicht. Der kann doch nicht mit... Oh, oh, Leute. So. So, jetzt wird es, glaube ich, stressig. Jetzt ist irgendwas ausgegangen, Chili. Jetzt gehen nämlich gerade mehr Sachen aus. Wiener Suppe ist auch aus. Wir sind wieder Level up. So. So, der Himbeerkuchen ist nämlich kurz vor aus, genauso wie die Croissants. Ja, der Rest geht dann schon wieder. Okay, cool. Ah, jetzt erwischt es die Herzkekse. Da können wir uns schon mal einen Teller herrichten. Wobei ich noch nicht genau weiß, ob ich es noch hinlege. Aber ich glaube schon, dass noch jemand wegen Keksen kommt. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich, das sehe ich da schon in der Schlange genügend. Croissants sind auch gerade gefragt. Richten wir auch gleich her. Damit wir alles bei der Hand haben. Die Croissants sind da vorne, der Herr. Hier vorne. Ja, ja, hier. Mm, Cupcakes. Genau hier aus. Okay, jetzt geht's rund. Ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt noch Sinn macht, jetzt alles nachzulegen. Es ist doch schon spät. Kann es sein, dass ich die Hälfte dann wegschmeiße, ne? Also Herzkekse weiß ich. Ich bin ein bisschen verkühlt, Leute. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. So, Herzkeks. Herzkeks weiß ich halt, ja. Aber Cupcakes zum Beispiel, würde ich schon fast überlegen. Gut, Croissant, der ist auch kommen. Das heißt, das war mal nicht unnötig. Suppe. Ja, und die Dinger dazwischen siehst du halt nicht. Du kannst da nicht vorbereiten. Es bringt dir noch nicht einmal was, dass die da so stehen. Weil du es halt nicht siehst, ne? Level 91. Aber gut, wir haben es mal vorbereitet. Im Fall der Fälle, wir sind ready. Aber Chili geht gut. Oh, das ist auch aus, das Chili. Und dann haben wir keins mehr. Und der Erdbeer dazu war es. Mehr ist es, glaube ich, nicht, ne? Für den Fall der Fälle. Ihr wisst Bescheid. Ja, kommt auch noch einer mit Chili. Okay, dann stellen wir es auch hin.
Da noch jemand mit Cupcakes. Cupcakes. Schaut fast nicht so aus. Also das ist entspannt. Da sehe ich mich. Das ist ganz mein Ding. Geld verdienen. Gut Geld verdienen. Aber ganz entspannt Dessert und Nachspeisen nachfüllen. Das ist ganz mein Ding. Großartig. So, eine Breze, die sind dann auch wieder aus. Haben wir noch eine hier? Ja. Nur für den Fall der Fälle. Aber das scheint es gewesen zu sein. Zwei Suppen noch. Ah, die will einen Cupcake. Echt jetzt? Jetzt kann ich wegen einer Person super teuren Cupcakes hier hinstellen. Na gut. Wir wollen mal nicht so sein. Wir wollen mal nicht so sein. So, Suppe müssen wir auf jeden Fall auch nochmal nachfüllen, so kurz vorm Heimgehen. Das ist eh schon der Rest. Zup! Ah, für sie gibt es die Resteln. Bitteschön. Resteln für die Dame. Stufe 92, Restaurant-Level ab. Perfekt. Na, da schmeißt man einiges weg. Na und Stella? Nimm ich mit, oder was? Ach, gutes Personal ist so schwer zu finden. Unglaublich. Ich hoffe, es schmeckt so. Okay, alles ausgeräumt. Es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich denke, das soll es auch gewesen sein. Es kommen keine Leute mehr. Ich räume ab. Auch wenn es ein bisschen schmerzt, die guten Sachen wegzuschmeißen. Ich glaube, unterm Strich war es ein sehr erfolgreicher Tag, auch ohne Hauptspeise drauf. Bin halt dann schon jemand, der sagt in so Spiele, also außer ich habe jetzt keinen Bock drauf, irgendwie ein Rezept zu machen, weil es also super viel Spaß macht. Aber ansonsten nutze ich natürlich sehr, sehr gerne so Möglichkeiten, wo ich sage, ja komm, wenn du dir so einfach machen kannst, warum nicht? Ne? Es spielt halt auch absolut keine Rolle, soweit ich das jetzt in der Bewertung mitbekommen habe, ob du jetzt eine Hauptspeise mit drauf hast oder nicht. Ja, und somit werden wir da auch keinen Unterschied machen. Ne? Wir könnten jetzt auf jeden Fall nochmal Dingensbummens machen. Genau, ihr wisst Bescheid. Haben wir keine Schüssel mehr? Ne, pass auf. Das Schüsselproblem, das haben wir gleich. Leute, ihr steht ein bisschen im Weg da. Ich will euch das nur mal so ganz vorsichtig durch die Blume, will ich euch das sagen. Steht ein bisschen im Weg. Ach, das war's schon. So. Brauchen wir auf jeden Fall dann noch Erdbeeren. Aber jetzt machen wir mal die Cupcakes. Nein, wir machen Gelee, das habe ich gerade offen. Gelee war einmal Gelatinepulver. Dann war das Zucker, die Orangenscheiben und Zitronenscheiben. Ne? Ja. Zucker. Aber wie sie alle hier rumstehen, statt dass mir irgendjemand hilft. Brech. Geht's euch auch so mit euren Mitarbeitern? Dass die nur im Weg rumstehen. Ist doch immer das Gleiche. Der Chef, seht ihr das, Mann? Der Chef ist am Arbeiten bis spät in die Nacht. Und die stehen hier rum und gucken zu. Das ist doch unglaublich. Unfassbar. So, Ding erledigt.
Aber da gehen nur zwei raus. Sorgt jedes Mal für Überraschung bei mir, ne? Chili, Herzkeks, Cupcakes. So, Schoki, Zucker, Mehl und Ei. Schoki. Wir haben keinen Zucker mehr. Wir brauchen noch Zucker. So. Laufen wir schnell los. Dann haben wir die Cupcakes nämlich auch hergerichtet. Also, seit wann gehen denn hier beide Türen auf? Ist das neu oder war das immer schon so? Ich kaufe gleich ein bisschen ein wieder. Wenn wir schon dabei sind, ne? Können wir noch zwei Rührschüsseln mitnehmen? Großeinkauf! Ein Großeinkauf. So, und wir brauchen davon, was haben wir gesagt, einmal Zucker. So. Haben wir kein Backblech mehr? Ernsthaft? Nicht schlimm. Scheiße. Mann. Das ist genau das. Es sind immer wieder irgendwelche anderen Dinge eingestellt. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Cupcake verkackt. Ja. Danke für nix. Liebes Spiel, danke für nix. So, ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr als wie eins rausgeht oder nicht. Boah, frech. Macht er mir einen Kuchenboden, hey. Unglaublich. Hier wird auch ein Backblech gewesen. So. Gut, die backen wir jetzt noch, dann stecken wir sie in den Kühlschrank und dann machen wir ihr Tagesabschluss. Dann waren wir wieder fleißig, würde ich sagen. So, ob die Dinge schon fertig sind? Nee. Zeit genug. So, Butter. Noch ein bisschen mehr Milch. Ich glaube, davon haben wir dann genug für den Moment. So, jetzt ist es aber gleich soweit. Jawohl. Lassen wir noch abkühlen bis morgen. Reicht uns ja im Endeffekt. Wir haben halt einen verkackt. So. Sowas kann schon mal vorkommen. So, die Rührschüsseln haben wir ja jetzt nur zwei Stück. Die können nie verkehrt sein. Was haben wir hier dann noch? Gelatinepulver. Und die gute Schoki. So, perfekt. Alles eingeräumt, ausgeräumt, umgeräumt, wie auch immer. Das war's für heute, liebe Leute. Oh, die Suppe! Wer räumt denn die Suppe ab? So, haha, haha, jetzt habt ihr nur Arbeit. Ha, und ich gehe heim und sperr zu. Tschüss. So, das haben sie jetzt davon. Karma regelt. Bam, badam, bam, bam. Nice. So, der Tag, was haben wir da? Gut, da kann nichts mehr aufleveln. Croissants sind einmal hochgelevelt, perfekt. Genauso wie die Brezen und das Gelee. Ja, und alles andere ist schon Max. Cupcakes können natürlich auch hochleveln, sehr, sehr gut.
Sehr, sehr gut. Tägliche Einnahmen, ja, fast 40.000. Natürlich weniger als beim letzten Mal. Ja, fehlen uns ja auch zwei Hauptgerichte. Dafür hatten wir ein Dessert mehr. Okay. Bei 49 servierten Gerichten merkt man, dass wir jetzt ein paar günstigere Sachen drunter haben. Ist aber nicht schlimm. Aber es waren doch 9 Kunden weniger als wie gestern. Unterm Strich, man kann zufrieden sein. Es war ein großartiger Tag. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und gucken, was weiterhin auf uns zukommt. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi und ciao, ciao.